Değerli arkadaşlar, Muş'tan herkese selamlar. Bugün yine bir Almanca kısa metin çözümlemesi yapacağız. Hem okuyacağız, hem dinleyeceğiz, hem de sorulara cevap vererek anlamımızı, anlama kabiliyetimizi artırmaya çalışacağız. Hemen başlıyoruz. Bernds Wohnung ist zu klein. Möchte in eine neue Wohnung ziehen. Eine neue Wohnung ziehen. Schaut sich Bilder von Wohnungen im Internet an. Eine Wohnung ist sehr günstig. Aber sie ist alt und leer. Eine weitere Wohnung ist möbliert. Sie hat ein Bett, einen Fernseher und einen Herd. Diese Wohnung ist jedoch teuer. Bernd beschließt, mehr Geld zu sparen. Dann kann nächstes Jahr umziehen. Değerli arkadaşlar, hemen başlayalım. Bernd's Wohnung ist so klein. Bernd'in, yani Bernd kişisinin evi, yaşadığı yer arkadaşlar, Wohnung ev demek. Wohnung ist so klein. Oldukça küçük. Möchte in eine neue Wohnung ziehen. Möchte istiyor arkadaşlar. O yeni bir yere taşınmak istiyor. Eine neue Wohnung, yeni bir yer arkadaşlar. Ziehen, taşınmak. Evet. Schaut sich Bilder von Wohnungen im Internet an. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Schaut sich Bilder, yani kendi kendine arkadaşlar, internetteki evlerin resimlerine bakıyor. Bu cümlenin anlamı bu. Bilder, resim demek arkadaşlar. Eine Wohnung ist sehr günstig. Bir ev oldukça uygun arkadaşlar. Hem fiyat olarak hem de durum olarak. Günstig, uygun demek. Ucuz da demek. Eine Wohnung ist sehr günstig. Aber sie ist alt und leer. Fakat eski ve boş. Yani içerisinde mobilya yok. Leer, boş demek. Alt, eski demek. Eine weitere Wohnung ist möbliert. Başka bir ev ise mobilyalı. Möbliert, mobilyalı demek. Weiter, yani başka bir ev. Evet. Sie hat ein Bett. Yani bu ev bir yatağa sahip. Einen Fernseher, bir televizyona sahip. Und einen Herd. Bu herdin ne anlama geldiğini çıkartamadım arkadaşlar. Ona sahip. Diese Wohnung ist jedoch teuer. Fakat bu ev fakat pahalı. Teuer, pahalı demek. Teuer. Bernd beschließt, Merkezu sparen. Özür dilerim. Bernd beschließt, karar verdi. Beschließen, karar vermek arkadaşlar. Ben daha fazla para biriktirmeye karar verdi. Merkezu sparen, daha fazla para biriktirmeye karar verdi. Den kenar nächstes Jahr, bir o çünkü sonra gelecek yıl arkadaşlar, sonra gelecek yıl bir eve taşınabilir. Den kenar nächstes Jahr, yani nächstes, sonraki, gelecek anlamında arkadaşlar. Yıl, yar, umzihin, taşınmak. Yani gelecek yıl taşınabilecek. Bu hikayeyi tekrar dinletiyorum. Evet arkadaşlar. Evet, buradan başlıyoruz böyle. Bernds Wohnung ist zu klein. Möchte in eine neue Wohnung ziehen. Schaut sich Bilder von Wohnungen im Internet an. Eine Wohnung ist sehr günstig. Aber sie ist alt und leer. Eine weitere Wohnung ist möbliert. Sie hat ein Bett, einen Fernseher und einen Herd. Diese Wohnung ist jedoch teuer. Bernd beschließt, mehr Geld zu sparen. Dann kann nächstes Jahr umziehen. Evet, değerli arkadaşlar, şimdiki parçamızda ise şahıs zamiri değişiyor. İh oluyor. Yani ben çıkıyor. Onun yerine ben kelimesi, yani ih kelimesi geliyor. Ona göre çekim yapılacak arkadaşlar. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen dinletelim, sonra ben tekrar çevirme işlemine geçeyim. Meine Wohnung ist zu klein. Ich möchte in eine neue Wohnung ziehen. Ich schaue mir Bilder von Wohnungen im Internet an. Eine Wohnung ist sehr günstig.
aber sie ist alt und leer. Eine weitere Wohnung ist möbliert. Sie hat ein Bett, einen Fernseher und einen Herd. Diese Wohnung ist jedoch teuer. Ich beschließe, mehr Geld zu sparen. Dann kann ich nächstes Jahr umziehen. Meine Wohnung ist so klein. Yani benim yaşadığım ev, benim evim oldukça küçük. Ich möchte in eine neue Wohnung ziehen. Yeni bir eve taşınmak istiyorum. Ich schaue mir Bilder von Wohnungen. Evlerin resimlerine bakıyorum. Im Internet an. Yani internette evlerin resimlerine bakıyorum. Eine Wohnung ist sehr günstig. Bir ev oldukça uygun. Aber sie ist alt und leer. Fakat eski ve boş. Eine weitere Wohnung ist möbliert. Başka bir ev ise mobilyalı. Sie hat ein Bett, bir yatak, einen Fernseher, bir televizyon und einen Herd. Herde sahip. Diese Wohnung ist jedoch teuer. Fakat bu ev pahalı. Teuer, pahalı. Ich beschließe, mehr Geld zu sparen. Daha fazla biriktirme, daha fazla para biriktirmeye karar veriyorum. Dann kann ich nächstes Jahr umziehen. Gelecek yıl taşınabileceğim. Evet. Değerli arkadaşlar, tekrar dinleyelim hikayemizi. Şöyle geri geldim. Tamam. Şuradan devam edelim. Dann kann er nächstes Jahr umziehen. Evet. Meine Wohnung ist zu klein. Ich möchte in eine neue Wohnung ziehen. Ich schaue mir Bilder von Wohnungen im Internet an. Eine Wohnung ist sehr günstig. Aber sie ist alt und leer. Eine weitere Wohnung ist möbliert. Sie hat ein Bett, einen Fernseher und einen Herd. Diese Wohnung ist jedoch teuer. Ich beschließe, mehr Geld zu sparen. Dann kann ich nächstes Jahr umziehen. Jeanette benutzt den Computer sehr oft. Aber sie braucht einen neuen Computer. Ihr Computer ist alt und langsam. Sie geht in einen Elektronikladen. Sie sieht im Laden viele Computer. Sie möchte für ihren Computer einen großen Bildschirm haben. Und sie braucht eine gute Tastatur. Sie sieht einen schönen blauen Computer. Sie mag den Bildschirm, die Tastatur und das Design. Sie kauft den Computer mit einer Kreditkarte. Değerli arkadaşlar, bir geriye gelelim. Evet. Hemen metnimizi çevirmeye çalışalım. Sonra tekrar dinleyeceğiz. Jeanette, arkadaşlar Jeanette diyelim. J-Y okunuyor. Yani Jeanette, Jeanette benutzt. Benutzen arkadaşlar yararlanmak demek. Benutzen. Jeanette benutzt den Computer sehr oft. Yani Janet diyelim arkadaşlar. Benim bazen dilim dönmeyebilir. Janet. Evet, böyle gidelim. Janet yani bilgisayardan oldukça sık yararlanır. Evet. Oldukça sık burada arkadaşlar bakın. Oldukça sık. Oft sık demek. Benutzen yararlanmak. Den Computer bilgisayar. Janet oldukça sık bilgisayardan yararlanır. Ya da Janet bilgisayardan oldukça sık yararlanır anlamında çeviriyorum. Aber sie braucht einen neuen Computer. Fakat yeni bir bilgisayara ihtiyacı var. Brauchen ihtiyacı olmak. Neuen yeni. Fakat yeni bir bilgisayara ihtiyacı var. Ihr Computer ist alt. Onun bilgisayarı eski. Und langsam. Yavaş. Sie geht in einen Elektronikladen. O bir elektronikçi dükkanına gider.
Sie sieht im Laden viele Computer. Elektronik dükkanında, Laden dükkanda birden fazla bilgisayarı görür. Sie möchte für ihren Computer einen großen Bildschirm haben. O büyük bir ekrana sahip bir bilgisayar. Yani bilgisayar istiyor arkadaşlar. Yani büyük bir ekranı olan bir bilgisayar istiyor. Ben öyle çıkarırım. Sie möchte für ihren Computer einen großen Bildschirm. Zannedersem şöyle de düşünebiliriz. O bilgisayarı için büyük bir ekran istiyor. Bildschirm, ekran arkadaşlar. Und sie braucht eine gute Tastatur. Aynı zamanda yeni bir klavyeye de ihtiyacı var. Tastatur, klavye arkadaşlar. Sie sieht einen schönen blauen Computer. Yeni, güzel bir arkadaşlar mavi bilgisayara bakıyor. Einen schönen blauen Computer. Evet. Güzel mavi bir bilgisayara bakıyor. Sie mag den Bildschirm. Ekranından hoşlanıyor. Die Tastatur und das Design. Yani bilgisayarın dizaynından, yani tasarımından, klavyesinden ve ekranından hoşlanıyor. Sie kauft den Computer mit einer Kreditkarte. O kredi kartıyla bilgisayarı satın alıyor anlamında. Şimdi geri gelelim, çevirelim tekrar arkadaşlar. Tekrar dinleteyim. Jeanette benutzt den Computer sehr oft. Aber sie braucht einen neuen Computer. Ihr Computer ist alt und langsam. Sie geht in einen Elektronikladen. Sie sieht im Laden viele Computer. Sie möchte für ihren Computer einen großen Bildschirm haben. Und sie braucht eine gute Tastatur. Sie sieht einen schönen blauen Computer. Sie mag den Bildschirm, die Tastatur und das Design. Sie kauft den Computer mit einer Kreditkarte. Evet. Burada da arkadaşlar şahıs zamiri değişti. Şunu da deneyelim hemen. Ich benutze den Computer sehr häufig. Evet arkadaşlar. Benutze den Computer sehr häufig. Aber ich brauche einen neuen Computer. Mein Computer ist alt und langsam. Ich gehe in einen Elektronikladen. Ich sehe im Laden viele Computer. Ich möchte für meinen Computer einen großen Bildschirm haben. Und ich brauche eine gute Tastatur. Ich sehe einen schönen blauen Computer. Ich mag den Bildschirm, die Tastatur und das Design. Ich kaufe den Computer mit einer Kreditkarte. Burada ich geliyor, ben. Ich benutze den Computer sehr häufig. Yani ben bilgisayarı sık sık kullanırım. Burada häufig kelimesi de häufig kelimesi de arkadaşlar sık sık anlamında. Benutzen hatırlayacağınız gibi kullanmak, yararlanmak anlamında. Aber ich brauche einen neuen Computer. Fakat yeni bir bilgisayara ihtiyacım var. Brauchen ihtiyacı olmak. Mein Computer ist alt. Bilgisayarım eski und langsam, yavaş. Ich gehe in einen Elektronikladen. Bir elektronikçiye gidiyorum. Ich sehe im Laden viele Computer. Yani dükkanda birçok bilgisayar görüyorum. Ich möchte für meinen Computer einen großen Bildschirm haben. Ben bilgisayarım için evet. Büyük bir ekran yani satın almak istiyorum, almak istiyorum. Und ich brauche eine gute Tastatur. Aynı zamanda iyi bir klavyeye de ihtiyacım var. Ich sehe einen schönen blauen Computer. Güzel mavi bir bilgisayara bakıyorum. Ich mag den Bildschirm, die Tastatur und das Design. Yani bilgisayarın tasarımını, klavyesini ve
ekranını beğendim, hoşuma gitti. Ich kaufe den Computer mit einer Kreditkarte. Ben diyor bilgisayarı bir kredi, yani bilgisayarı bir kredi kartıyla satın aldım anlamında. Şimdi tekrar dinleyelim. Evet, şuradan başlasın. Mit einer Kreditkarte. Ich benutze den Computer sehr häufig, aber ich brauche einen neuen Computer. Mein Computer ist alt und langsam. Ich gehe in einen Elektronikladen. Ich sehe im Laden viele Computer. Ich möchte für meinen Computer einen großen Bildschirm haben. Und ich brauche eine gute Tastatur. Ich sehe einen schönen blauen Computer. Ich mag den Bildschirm, die Tastatur und das Design. Ich kaufe den Computer mit einer Kreditkarte. Değerli arkadaşlar, bu videomuzu da burada sona erdiriyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.